Brisante Umfrageklatsche für die gesamte Regierung und besonders für die Grüne Partei. Es geht um eine INSA-Umfrage für die Bild-Zeitung, wie die Deutschen so zur Migration stehen. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die Politiker, man fragt sich immer, wollen sie nicht verstehen, können sie nicht verstehen oder ist es voller Absicht, wie sie es da tun? Ich sage immer, es sind ideologiegeblendete Sektenanhänger. Nichts anderes ist die Politik. Ich habe jahrelang dort gearbeitet, ich weiß, von was ich rede. Aber kommen wir zur brisanten Umfrage. Und zwar, 74% der Bevölkerung sind der Auffassung, dass die Bundesregierung nicht entschieden genug gegen illegale Migration vorgeht. Nur 17% halten das Vorgehen für ausreichend. Das ist krass. 4/5 sagen, ihr macht euren Job nicht. Die höchste Zustimmung zu dieser Aussage ist übrigens unter den BSW-Wählern zu finden, nicht bei der AfD. Die geringste unter den Grünen-Wählern. Und selbst bei den Grünen stimmen 46% der Aussage zu, dass die Bundesregierung nicht entschieden genug gegen illegale Migration vorgeht. Jetzt geht es um die Frage, führen wir die Asylverfahren für die EU an den Außengrenzen durch? Für uns Deutsche ist das ein schönes Ding, denn wir sehen dann die Probleme nicht. Gelöst sind sie sowieso nicht damit, sie sind nur verlagert. 72% der Deutschen sagen allerdings, schiebt die Probleme weg, wir wollen sie verlagern. 16% beurteilen die Maßnahmen als eher falsch. Da ist es jetzt so, dass die AfD-Anhänger am stärksten diese Forderung unterstützen und wieder die Grünen das nur mit 44% unterstützen, wo man sagen muss, krass, immerhin 44% der Grünen akzeptieren es, Asylverfahren an der Grenze zu dulden. Das ist ja das, wo Annalena Baerbock die Kinder und die Familien ausnehmen wollte, was am Ende nicht geklappt hat. Da sind 44% der Grünen der Meinung, dass man auch Familien mit Kindern an der Grenze festhalten kann, bis zu einem Abschluss eines Asylverfahrens. Frau Baerbock, interessanter Fakt, würde ich Ihnen mal hinter die Ohren schreiben, ja? Aber Frau Baerbock, anderes Thema, ja? Die nächste Frage ist leider falsch gestellt. Sollen mehr oder weniger Einwanderer nach Deutschland kommen? Ich finde, diese Frage kann man so gar nicht beantworten. Sollen mehr hochqualifizierte Einwanderer kommen? Ja. Sollen weniger unqualifizierte oder nicht Berechtigte kommen? Ja. Deswegen schwierige Antwort, aber das Urteil ist sogar eindeutig, wenn man allgemein fragt. 69% der Bundesbürger in der Bundesrepublik wünschen sich weniger Migration. Nur 11% sprechen sich für mehr Migration aus. 11%, Frau Baerbock, das sind weniger als die Prozente Ihrer Partei, würde ich mal drüber nachdenken. 14% ist es egal. Immerhin sind es nur 14%, denen es egal ist. 6% wollten keine Angabe machen. Naja, heißes Thema, heißes Thema. 38% der Grünen Wähler waren aber für weniger Migranten. Immerhin 38%, das ist jeder dritte Grüne, sagt, wir haben zu viele Migranten in diesem Land. Interessante Fakten, sage ich euch. Jetzt gibt es hier noch eine Suggestion, die sie uns unterjubeln wollen, und zwar die jüngeren Befragten von 18 bis 29. Dort gibt es die häufigsten für mehr Migration, nämlich 25%, aber auch die meisten, die sagen, wir wollen weniger Migration, nämlich 49%. Also in der Jugend gehen die Trends eher auseinander. Das ist doch das, was wir jetzt beim Wahlverhalten sehen. Und irgendwann werden die Alten in diesem Land kapieren, dass die Jugend vielleicht recht gehabt hat mit so manchen Dingen. Aber das werden wir erst in der Zukunft wissen. Es reiht sich aber hier ein in eine Umfrage nach der nächsten, die der Regierung hier eine Klatsche nach der anderen beschert. Vor wenigen Wochen gab es erst den Democracy Perception Index. So eine regelmäßig erscheinende Publikation. Dort gibt es den Umfragehammer nämlich, und zwar in keinem anderen befragten Land ist der Wunsch nach einer Begrenzung der Migration so groß wie in Deutschland. Ja, wer hätte das gedacht? In dem Great Land, wie sie alle sagen. Für die Befragung nahmen 1003 Personen teil, Zeitraum 28.06. bis 1.07. Also relativ aktuell. Und die Politik, sie schwadroniert immer noch drumherum und bliblablub und wie lange wollen sie denn noch warten? Ja? Frau Baerbock, die Änderung der Lageeinschätzung des Auswärtigen Amtes kostet sie einen Anruf bei ihrem Referatsleiter, dauert einen halben Tag, ganzen Tag, vielleicht zwei Tage, je nachdem. Frau Faeser, wann wollen Sie denn endlich Abschiebehaftzentren bauen? Wann wollen Sie denn endlich dafür sorgen, dass abgeschoben wird über Usbekistan nach Afghanistan? Und über die Mithilfe der tschechischen Botschaft, die hier die deutschen diplomatischen Vertretungen in Syrien organisieren, nach Damaskus.
Wie wollen wir mit diesem Problem Herr werden? Wann wollen wir endlich darüber reden, dass wenn man staatenlose Personen aufnimmt, man sich eine Abschiebung sowieso sparen kann? Alles Fragen über Fragen, auf die die Politik diese Tage keine Antwort findet. Die Grünen haben selbst in ihrer Analyse der Europawahl gesagt, sie haben keine Antworten auf die drängenden Fragen der Bevölkerung. Und das ist mal ein Eingeständnis, aber Annalena, du willst noch mal Kanzlerin werden. Vielleicht wirst du Kanzlerin der grünen Herzen. Viele sind es am Ende nicht mehr. Ich lache mich jedes Mal tot, in welcher Blase sie leben. In welcher surrealen Welt müssen diese Menschen leben? Jetzt gibt es auch noch die stationären Grenzkontrollen, die zum 19.07. diesen Monat enden sollen. Die Fahndungstreffer, die sind wirklich phänomenal. Die FDP ist dafür, das ein Jahr zu verlängern. Aber ohne Haushalt keine Regierung. Und ich glaube nicht, dass wir in 14 Tagen einen Haushalt haben. Denn die Verabschiedung des Haushaltes ist ja erst für November im Deutschen Bundestag vorgesehen. Und es geht hier um Ausgaben für 2025. Also können wir am 01.01.2025 auch problemlos mit einer vorläufigen Haushaltsführung ins neue Jahr gehen. Das Problem ist, wenn die Regierung keine Mehrheit mehr hat, dann steht das Land still. Die Frage ist, ob im aktuellen Zustand das nicht sogar ein Vorteil wäre, wenn alles stillsteht. Dann kommen keine neuen blöden Gesetze, keine Verordnungen, keine Regulierungen, kein Bürokratieaufbau. Außer die EU drückt natürlich was über Verordnungen durch. Okay, aber ihr kennt das Ganze. Wenn die Regierung nicht regiert, hat das Land Atempause. Beste Zeit ist immer nächstes Jahr, wenn wir regulär wählen, dann von der Sommerpause bis zum Ende der Koalitionsverhandlungen. Das sind fast 6 Monate, wo die Politik nichts macht. Unser Land läuft weiter, niemand geht unter, niemand vermisst die Politiker. Ja, aber ich muss ja auch ein bisschen was zu tun haben, über Politik reden. Wenn Politiker nicht da sind, ist immer so eine Sache. Aber es wird genug zu berichten geben, bin ich mir sicher. Die täglichen Einzelfälle, sie grüßen. Schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video. Abonniere den Kanal, abonniere vielleicht auch Telegram, dann verpasst du keine Benachrichtigung mehr. YouTube lässt da manchmal ein Video aus und liefert es nicht an die Abonnenten aus. Ansonsten, ciao, bis bald.